Yo guys, it's your boy, Poke Gandhi. Leute, nein, jetzt mal ehrlich, Butter bei der Kappadore. Ich bin wieder da. Ich war im Urlaub, wer es nicht mitbekommen hat. Ich habe das, glaube ich, nur einmal auf Instagram erwähnt. Und ja, jetzt bin ich wieder da. Deswegen gab es auch keine Review zu Spider-Man Far From Home. Das letzte Video ist jetzt schon wieder 2 Wochen her. Und das war das Unboxing von dieser Michael Myers Maske. Und jetzt geht's wieder regelmäßig mit Videos los. Ich habe auch richtig Lust, denn es ist viel passiert in dieser Zeit. Und Leute, ganz ehrlich, ihr seht es schon am Titel, wir reden heute mal wieder über Pokémon. Und da gibt es ja einige Sachen, die die Community da ziemlich gespalten haben. Und da möchte ich natürlich auch meinen Senf dazugeben, aber nicht in dieser Art und Weise, um jetzt irgendwen in irgendeine Ecke zu stellen, denn ihr wisst ja sicherlich schon, worum es gehen wird. Aber ich habe da ein paar Punkte, die mir persönlich einfach auch wirklich missfallen sind in den letzten Wochen, was die Pokémon-Community als Gesamtbild angeht, auch in Kooperation und in Kontakt mit den Entwicklern zum Beispiel. Das war auch ein ganz großes Thema. Aber wir reden natürlich auch über die neuen Features, die jetzt im Spiel sind, beziehungsweise das, was sie jetzt neu angekündigt haben. Da gebe ich auch ein bisschen meinen Senf dazu. Ich werde da jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen. Ich werde es einfach nur ein bisschen dokumentieren, wie ich das Ganze fand, weil ich ja jetzt wirklich nicht hautnah dabei war die ganze Zeit. Ich habe es natürlich mitverfolgt, aber ich habe jetzt kein Video darüber gemacht oder irgendwas. Und deswegen, ja, müssen wir das jetzt auf diese Art und Weise klären. Aber fangen wir wirklich erstmal mit dem wichtigsten Punkt an. No National Pokédex, Leute. Was zur Hölle? Was zur fucking Hölle? Ich kann überhaupt nicht beschreiben, wie wütend mich da manche Leute gemacht haben. Beziehungsweise, ich war wirklich ein großer Fan der Pokémon-Community, besonders auch von den YouTubern, weil es da immer nur ein oder zwei gab, die sich daneben benommen haben. Aber mittlerweile kann ich die nicht mehr an einer Hand oder an zwei Händen abzählen. Es gibt so viele Leute, die sich wirklich daneben benehmen und einfach nicht mehr rational denken bzw. rational argumentieren, wenn es um dieses Thema geht. Wir haben jetzt alle mitbekommen, ganz ehrlich, wir wissen alle, dass es in Pokémon Schwert und Schild keinen nationalen Pokédex geben wird. Dann ist das nun mal so, dann ist das jetzt in einem Spiel mal der Fall. Sie reden ja nicht davon, dass jetzt diese Pokémon, die in Schwert und Schild fehlen, für immer das Licht verlassen, sondern es ist jetzt so, dass sie es einfach nicht geschafft haben. Da gab es ja jetzt nicht nur ein Statement zu, es gab nicht zwei, nein, es gibt 3 Statements zu dieser Geschichte seitens Nintendo. Einmal auf der E3, dann gab es den offenen Brief und dann nochmal in einem Interview. Da wurde jetzt klipp und klar gesagt, dass die Modelle für die Pokémon in Schwert und Schild einfach nicht vom 3DS übertragen werden, sondern komplett neu designt werden. Einfach damit man ein freshes Gefühl hat, auch wenn die Animation, wie sich da jetzt auch die Diskussion weiter ausgeweitet hat, auch wenn die Animationen dadurch jetzt nicht weiter gereift sind. Für mich spielt das überhaupt keine Rolle. Ganz ehrlich, es hat sich noch nie jemand in Pokémon darüber beschwert. Vorher hat sich noch nie wer darüber beschwert, dass die Animationen zu wenig sind. Geschweige denn hat irgendwer gesagt, dass man, wenn man jetzt auf die neue Konsolengeneration switcht, dass man dann wirklich für jedes Pokémon ausgereifte Animationen haben will. Und Leute, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wisst ihr, was das bedeutet, was die Leute da verlangen? Das sind Arbeitsstunden, die können wir uns, glaube ich, nicht vorstellen. Die können wir uns nicht vorstellen. Glaubt es mir. Es gibt Leute, die blasen sich daran auf, dass sie sagen, ja, da gibt's den und den Dude, der hat das und das Pokémon-Modell in 10 Minuten gemacht, wo ich mir denke, ja, das ist erstens ein Pokémon, zweitens ist damit noch lange nicht alles getan und drittens hat Nintendo viel, viel mehr um die Ohren, als nur ein Pokémon zu designen. Und nicht so viele Leute, also beziehungsweise Game Freak, ja, wir reden jetzt von Game Freak natürlich, beziehungsweise haben die auch einfach ganz andere Sachen zu tun, als die ganze Zeit nur Pokémon-Modelle zu designen. Klar, das sollte natürlich irgendwo auch der Mittelpunkt sein, aber auf der anderen Seite, ich kann es sehr gut verstehen, wenn sie es einfach nicht geschafft haben. Denn Nintendo hatte einen sehr straffen Plan, beziehungsweise die Pokémon Company. Wir wissen genau, wie es bei Pokémon läuft, Leute. Dieses Jahr kommt dann im September oder irgendwann, oder Quatsch, kommt dann auch im November der neue Anime raus. Und wenn der Anime startet, dann haben die Spiele fertig zu sein. Und dann hat das Ganze anzufangen, weil der Sonne- und Mond-Anime ja auch nur bis dahin läuft. Dann gehen solche Sachen wie das Trading Card Game los. Und das hängt alles miteinander zusammen. Bis dahin muss das Spiel fertig sein, bis dahin
müssen die Inhalte, die im Anime vorkommen, irgendwie im Spiel vertreten sein und genauso auch umgekehrt. Und deswegen besteht da immer eine Kausalität. Und deswegen werden sie es vom Zeitplan einfach nicht geschafft haben. Und ganz ehrlich, Leute, dann muss man einfach mal verkraften, dass es dann ein Jahr lang, wir wissen genau, dass es nächstes Jahr wahrscheinlich noch ein Pokémon-Spiel geben wird für die Switch, dann muss man mal ein Jahr lang auf die Hälfte der Pokémon verzichten. Tut mir leid. Ich bin genauso ein Pokémon-Fan. Ganz ehrlich, wenn bei mir jetzt Empoleon nicht dabei ist, Empoleon oder Chatterra sind eine meiner Lieblings-Pokémon, dann muss ich damit leben. Denn im Endeffekt sind nicht wir die Entscheidungen treffen. Wir können nur sachlich argumentieren und sagen, hey, das war jetzt nicht in Ordnung. Nur glaubt mir, Leute, die haben es kapiert. Die haben es kapiert, dass es nicht in Ordnung war. Beziehungsweise, dass es vielen schwer gefallen ist, das zu akzeptieren. Ich verstehe beide Seiten, nur ich finde, man muss da sachlich bleiben. Es kann nicht sein, dass ein Junichi Masuda, der wirklich jetzt für viele tragende Pokémon-Spiele auch der Regisseur war, zum Beispiel für Diamant und Perl, beziehungsweise die ganze vierte Generation hat der ja gemacht. Das heißt, eine der besten Pokémon-Spiele und die beste Generation für uns beschert hat, also meiner Meinung nach. Und da kann es nicht sein, dass der auf Twitter bombardiert wird mit Hashtag BringBackNationalDex. Leute, das kann nicht sein. Also, wenn sich jetzt irgendwer von euch angesprochen fühlt, ich weiß, da geht es eher um den amerikanischen und englischen Raum und japanisch, aber Leute, wenn sich da jetzt irgendwer von euch angesprochen fühlt, das geht nicht. Das kann nicht sein, dass man jemanden, der wahrscheinlich nicht mal dafür verantwortlich ist, der muss das ja nur nach außen tragen, so zu bombardieren und so runterzumachen, das kann einfach nicht sein. Da verliert man jeglichen Respekt der Person gegenüber und umgekehrt ist es wahrscheinlich auch noch genauso. Ich habe mich stattdessen eher auf die Dinge gefreut, die sie angekündigt haben, denn da waren wirklich viele tolle Sachen dabei. Der eine Leak wird ja jetzt immer mehr bestätigt. Wir haben jetzt das, wartet, lasst mich überlegen, ich nenne es erstmal Gigantamaxing, weil so heißt es nämlich im Englischen und so sollte es im Deutschen für mich auch heißen, denn im Deutschen heißt es, haltet euch fest, Gigadynamaximierung! Ja, was für ein Wort. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Aber ganz ehrlich, als ich die Dynamaxing-Geschichte gesehen habe, dachte ich so, naja, mal gucken, wo das hingeht. Das sind halt jetzt große Pokémon. Vielleicht kommt da ja noch was. Große Pokémon wären wir ein bisschen zu wenig gewesen, weil es replaced ja wirklich jetzt die Mega-Entwicklung und die Z-Attacken, wobei ich auf die Z-Attacken auch hätte scheißen können. Aber jetzt hat man ja beides in einem Verein. Die Pokémon verändern sich und können krasse Attacken einsetzen. So, und jetzt kommt die Gigadynamaximierung. Oh Gott, ich hasse dieses Wort. Das Gigadynamaxing. Und da hat man ja jetzt ganz klar gesehen, dass die Pokémon sich verändern. Es gibt ja dieses Torten-Pokémon, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, leider im Deutschen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber es ist auch ganz niedlich, wie so eine Torte. Und das wird ja zu einer Hochzeitstorte. Dann verändert sich ja zum Beispiel auch Dreadnought, diese Schildkröte verändert sich. Und Corviknight, also der Rabe, der verändert sich. Das hat mir richtig gut gefallen, Leute. Denn jetzt hat man im Prinzip eine Mega-Entwicklung in ein großes Pokémon gepresst. Und das sieht toll aus. Ich kann nicht anders sagen, es sieht toll aus. Ich freue mich darauf, denn jetzt haben wir im Prinzip die Mega-Entwicklung ja schon irgendwie zurück. Und wir können uns darauf freuen, dass es nicht nur neue Pokémon gibt, sondern wahrscheinlich ausschließlich nur neue Pokémon, die Gigadynamaxing durchmachen können. Und das finde ich ganz geil, Leute. Das finde ich wirklich geil. Und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass sie jetzt angekündigt haben, dass es wirklich versionsexklusive Inhalte gibt, die ja in den letzten Jahren immer weiter verblasst sind. Das heißt, es gab immer nur ein, zwei Pokémon, die anders waren und die legendären Pokémon eingeschlossen, so dass man zum Beispiel in Pokémon Mond halt Lunala kriegt und dem anderen halt Solgaleo. Und das fand ich immer ein bisschen weak, muss ich sagen. Ich habe mir dann einfach mal die Edition gekauft, die mir am besten gefallen hat. So habe ich es aber schon immer gemacht. Und dieses Jahr, ja, könnte man sich theoretisch, hat man auf jeden Fall Gründe, sich beide zu kaufen. Ich werde mir trotzdem nur Schild kaufen. Aber auf der anderen Seite finde ich das ziemlich cool, denn die haben jetzt wirklich versionsexklusive Pokémon drin, aber auch zum Beispiel Arenen und das finde ich ja mega nice. Es gibt zum Beispiel hier diese eine Arena, die ist im Pokémon Schwert, kämpft man gegen Bär, das ist, oder ne Quatsch, im Deutschen heißt es anders, Cider, glaube ich. Und das ist die Kampfarena und auf
Pokémon Schwert, Schild kämpft man dann dementsprechend gegen Nioh und das ist der Geist-Arena-Leiter. Und Leute, das finde ich ziemlich geil, denn das gibt einem wirklich individuelle Storylines bzw. individuelle Erfahrungen, die man innerhalb der Story macht. Und das finde ich ziemlich gut, dass man das so macht. Da bin ich auf jeden Fall ein Fan von. Und deswegen bin ich da mal gespannt, was da noch kommt. Sie haben mir ganz viele neue Sachen angekündigt. Ich will jetzt auch gar nicht auf alles eingehen. Ich muss nur sagen, dass ich wirklich mit dem Spiel, so wie es bisher ist, komplett zufrieden bin. Und dass ich da manche wirklich auf die Knochen blamieren auf Twitter und über Bäume diskutieren, wie die aussehen. Und dass ja Breath of the Wild so viel besser aussieht, obwohl es 3 Jahre älter ist. Und so weiter und so fort. Leute, ich kann es nicht mehr hören. Ich will es nicht mehr hören. Ich will es nicht mehr sehen. Ich finde das einfach nur noch peinlich, wie sich da manche Leute verhalten, auch den Entwicklern gegenüber, weil die machen dieses Spiel für uns und nicht umgekehrt. Und das müsste man ja mal in irgendeiner Art und Weise schätzen können. Und das finde ich einfach nur traurig an der Stelle, dass sich da manche nicht mal ein bisschen erwachsener verhalten können und da wirklich sagen, das Wasser, das sieht ja aus, als hätte man Mittag auslaufen lassen. Da können wir gleich mal meckern, Alter. Weißt du, so ungefähr, das finde ich ja schrecklich. Das finde ich wirklich schrecklich. Weil da verliert man sämtliche Rationalität und klar, ich verstehe es, Leute, ich verstehe es. Es gibt viele neue Änderungen in Pokémon Schwert und Schild und vielleicht sieht das Spiel nicht so aus, wie sich das manche vorgestellt haben, aber ich, ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Es sieht grandios aus, es sieht auch wirklich gut aus und ich verstehe überhaupt nicht, seit wann wir diese Diskussion bei Pokémon führen, wie gut Pokémon auszusehen hat. Leute, eins der besten Pokémon-Spiele für mich, Diamant und Perl, sieht nicht toll aus und auch nicht für die Generation und auch nicht für die Zeit sieht das nicht toll aus, weil es gab natürlich ganz andere Konsolen und es gab auch ganz andere Spiele bei Nintendo, die ganz anders ausgesehen haben. Und da frage ich mich tatsächlich, wie man da wirklich argumentieren kann, dass Schwert und Schild jetzt so und so auszusehen hat. Denn es ist immer noch Game Freak, es ist nicht das gleiche Entwicklerstudio wie Breath of the Wild, das ist ein völlig anderes Bier, da wissen manche überhaupt nicht, worüber sie sprechen, habe ich das Gefühl. Und das finde ich schlimm. Genau das finde ich schlimm, dass man sich einfach nicht vernünftig damit auseinandersetzt, sondern die ganze Zeit nur rumblägt, wie kacke dieses Spiel wird. Aber ich, Leute, ganz ehrlich, kann nur sagen, ich freue mich wirklich auf diese Spiele. Und ich finde, es sieht toll aus. Deswegen, fight me. Ihr könnt mir Morddrogen schicken, ist mir scheißegal. Ich versuche einfach nur, mich auf ein Spiel zu freuen, das ich wahrscheinlich ziemlich gut genießen werde, weil es auch eine tolle Story hat, auf die ich mich freue, weil es neue Charaktere gibt, die wahrscheinlich böse sind. Ich will jetzt hier keinen ins Licht rücken, aber ich blende sie einfach mal ein. Aber Leute, das war's dann jetzt auch schon an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf Pokémon Schwert und Schild und ich hoffe, ihr seid nicht Teil dieser Leute, die sich die ganze Zeit nur beschweren und die ganze Zeit nur meckern, denn Leute, vergesst nicht, wenn wir nur meckern, wo kommen wir denn dann hin? Ganz ehrlich, denkt mal drüber nach. Man muss auch mal ein bisschen Freude am Leben haben und nicht immer alles bis ins letzte Detail zermeckern. So, und jetzt bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Das wird diese Woche eine Review zu Child's Play 2019. Endlich kommt der Film. Ich kann ihn aber erst am Freitag gucken, weswegen die Review wahrscheinlich am Samstag oder Sonntag erst kommt. Aber das Thema werde ich sowieso ein bisschen weiter auseinandernehmen. Ihr wisst ja, ich bin ein riesen Chucky-Fan. Deswegen wird es da sicherlich nicht nur ein Video geben. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Und bis dahin bin ich raus. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.